Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Heute mit einer ganz besonderen Art von Spielekonsole, beziehungsweise gleich zwei davon. Und zwar der Pandora's Box 5 und der Pandora's Box 5S. Ja, das hier ist die S und das ist die normale 5. Und wir wollen jetzt mal rausfinden, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Ja, hier haben wir jetzt die beiden Umverpackungen. Die 5S wurde mir wohl direkt in der Verkaufsumverpackung zugeschickt, wogegen hier die Pandoras Box nochmal in der Umverpackung drin war, um diese Verpackung hier ein bisschen zu schützen. Die ist auch ein bisschen teurer. Die kostet etwas über 200 Euro, die liegt bei 150 Euro. Wobei diese hier über 1200 Spiele hat und die hat 960 Spiele. Das hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig an, dass die günstigere mehr Spiele drin hat, aber das ist halt das Original, das ist der Nachbau. Ja, ansonsten schauen wir uns mal einmal gerade die Umverpackungen an. Haben wir hier zuerst die 5. Professional Design, Comprehensive Roadmap, Reliable Quality, Global Recognized, was auch immer. Flexible Configuration, Rapid Service, Awards exklusiv, Technical Support. Und, oh Zufall, wie das bei China-Klonen oft so ist, wir haben hier genau das gleiche draufstehen wie bei ihr hier. Nur, dass sie halt eine Classical Arcade Game Station in Professional Design and Reliable Quality ist, wohingegen das hier die Pandora's Box Arcade Game Station ist. Ansonsten auch Professional Design und zuverlässiges Design. So, hier haben wir die 5 mit den ganzen Sachen, die dabei sind. Da haben wir einmal das Users Manual, dann haben wir hier das Netzteil, Ersatzbutton, dann haben wir hier ein USB 2.0 Kabel und was haben wir hier? Noch ein USB 2.0 Kabel. Hier haben wir ein HDMI Kabel. Beide kann man übrigens mit HDMI anschließen, was ich persönlich sehr gut finde. Die haben beide 720er HD. Dann haben wir hier noch ein Computer-Monitor-Kabel. Auch interessant, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und hier ein Kaltgerätkabel. Kommen wir zur 5S. Da haben wir hier auch den Adapter. Dann haben wir hier auch das Computerkabel, Kaltgerätekabel, zwei Ersatzknöpfe, HDMI-Flachkabel und ein USB-Kabel sowie die Pandora Game User Manual. Ja, also Pandora Game, Pandoras Box. Jetzt haben wir die beiden Stücke mal ausgepackt. Hier haben wir die Pandoras Box 5 und hier haben wir die Pandora 5S. Und das erste, was auffällt, ist, dass die Pandoras Box mehr Knöpfe hat und dass die Knöpfe hier beschriftet sind, was hier gar nicht der Fall ist. Ja, die Knöpfe sind einfach da, ohne irgendwelche Erklärung. Oben die beiden sind beschriftet, Coin und Start. Und auf der Seite hier der Spieler Pause und Start. Ja, wohingegen hier bei der Pandoras Box verschiedene Knöpfe sind. Noch eine Select und dann hier noch R-Knöpfe. Das ist insofern ganz interessant, weil man kann die beide Boxen mit USB auch an PC oder an eine Playstation oder an Xbox anschließen und als Controller benutzen. Ja, das geht bei beiden. Und da ist natürlich dann ganz schön, dass hier die Knöpfe beschriftet sind. Was ich hier gerade sehe, ist, dass hier der USB-Anschluss nicht annähernd so sauber gearbeitet ist, wie das jetzt hier bei der hier der Fall ist. Ja, der ist schön eingelassen. Bei der 5S steht da ein bisschen vor. Im direkten Größenvergleich stellen wir fest, dass der Klon von Bootleg noch mal ein Stück kleiner ist. Also die 5er ist ein Stück breiter als die 5S. Ja, und jetzt sehen wir hier halt, bei der 5S ist eine Acrylplatte verarbeitet, was sehr schön und wertig aussieht, wo dann hier das Motiv drauf aufgebracht ist, wohingegen bei der 5er, also bei der Original Pandoras Box, das oben aus Metall ist, wo dann hier das Ganze drauf aufgebracht ist. Auch ein sehr hochwertiger Aufkleber, wobei man sagen muss, dass das hier natürlich schon schöner aussieht. Dann schauen wir uns mal die Anschlussmöglichkeiten an. Ja, da haben wir hier bei der Original Pandoras Box den Ein- und Ausschalter, dann hier den Stromeingang,
den HDMI-Anschluss, das VG, den VGA-Anschluss, Audio-Out, dann hier das Volumenbrettchen und hier ganz wichtig, mit dem kleinen Knöpfchen hier muss man die Settings einstellen. Das geht nicht übers Menü von der Box an sich, das muss man hier über diesen kleinen Knopf machen. Also versucht nicht da im Menü irgendwas zu finden, wo man zu den Settings kommt, das geht hier über diesen kleinen Knopf. Und dann haben wir hier noch zwei USB-Anschlüsse. Bei der 5S gestaltet sich das recht ähnlich. Da haben wir hier den Ein- und Ausschalter, da haben wir hier den Stromeingang, HDMI, VGA, auch den Audio-Out, auch hier den Volume hoch und runter, auch den Settings-Knopf und die beiden USB-Eingänge. Ja, wobei man hier wirklich halt sieht, dass die USB-Eingänge in diesem hier nicht so schön eingearbeitet sind, wie das bei Original der Fall ist. Das ist einfach ein bisschen hochwertiger gearbeitet. Was auch auffällt, wenn man die beiden in der Hand hält und hochnimmt, dass die 5 erheblich schwerer und massiver ist als die 5S. Und das bringt mich natürlich als allererstes mal auf die Idee, das Ganze aufschrauben zu wollen, um zu gucken, was denn da alles Schönes drin ist. Ich habe jetzt bei beiden mal hier die Schrauben gelöst und man sieht hier, die sind gewollt, dass man die auch abmachen kann. Die sind sogar hier mit Rifflung, dass man es zur Not mit der Hand auf und zu machen kann. Wogegen hier bei der 5S man auf alle Fälle einen Schraubendreher braucht, um die zu öffnen. Aber auch hier ist es gewollt, dass man es öffnen kann. Die haben beide hier mit einem Scharnier drin, sodass man gut hier an das Innere rankommt. Ja, zuerst sehen wir hier das Innenleben von den Schaltern und dem Joystick. Ja, und dann haben wir hier einen Lautsprecher und eine LED-Leiste drin, sodass das Ganze schön beleuchtet ist. Ja, und dann haben wir hier das Mainboard, wo halt die Spiele und die ganze Software und alles drauf sind. Ja, und hier sieht man, hier ist eine Micro-SD. Da sind die Spiele alle drauf. Ja, man könnte die also theoretisch auch rausnehmen und könnte da noch andere Spiele drauf machen, die halt dann das passende Format haben müssen. Obwohl bei über 1200 Spielen, die hier drauf sind, ja, ich glaube, da wird für jeden was dabei sein. Jetzt schauen wir mal bei der 5er rein. Ja, und da sehen wir schon, ja, es ist alles ein bisschen hochwertiger gearbeitet. Ja. Da ist ein richtiges Chassis drin mit Kühler, ja, mit hier auch dem Lautsprecher nach unten hin und dann den Knöpfen. Da ist es im Ganzen ein bisschen sauberer gearbeitet. Ja, der Kasten ist schön hier komplett aus Metall gearbeitet. Ja, ist er bei dem auch. Der hat dann halt die Acrylabdeckung drauf. Ja, nur das hier sieht natürlich schon ein bisschen vertrauenserweckender aus. Ja. Wobei man hier einen USB-Stick an der Seite drin hat, von SanDisk sogar, mit, mal gerade schauen, 8 GB. Da kann man natürlich dann noch einfacher seine eigenen Spiele drauf machen, weil da braucht man noch nicht mal einen Adapter für. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, gefällt mir das Innenleben hier von der 5er definitiv besser als das, was wir jetzt hier bei der 5S drin haben. Nachdem wir uns die Innereien angeguckt haben, wollen wir uns auch nochmal hier um die Joysticks und die Knöpfe kümmern und die miteinander vergleichen. Ja, fangen wir wieder beim Original an. Ja, die fühlen sich ein bisschen duschiger an als die Originale, wie ich sie so in Erinnerung habe, früher aus den Arkaden. Aber es hört sich gut an, wie es klickt und macht auch so an sich einen guten Eindruck. Ja, ich denke mal, da kann man einigermaßen mitarbeiten. Die Knöpfe haben einen relativ langen Weg, bis sie ansprechen und man hat auch keinen so einen hundertprozentigen Feedbackpunkt, wo man weiß, ah, jetzt ist er drinne. Das heißt, die muss man wirklich feste und lass gehen Kapelle. Also man hört es auch, so richtig klicken tun die nicht. Ja, hier kriegt man ein gutes Feedback, da weiß man ganz genau, ja, da ist der Kontakt zustande gekommen. Das haben die hier nicht. Ja, hier oben sowieso nicht. Das ist einfach nur pressen und glücklich sein. Wobei hier der Startknopf, die haben einen schönen Respond. So würde ich es mir bei diesen hier auch wünschen. Gucken wir uns mal hier bei dem Nachgebauten an. Ja, vom Gefühl her nicht viel anders als was gerade hatten. Und auch hier die Knöpfe relativ schwammig. Ja, hier oben auch. Aber das Schöne ist bei diesen ganzen Sachen hier, diese Knöpfe und diese Joysticks, das ist quasi genormte Ware. Die kann man problemlos einzeln nachkaufen von einem guten japanischen Hersteller und das Ganze nachrüsten, wenn man nicht mit zufrieden ist.
das ist kein großes Ding. Die sind innen drin einfach nur eingeschraubt. Ja, da muss man einfach nur hier das hier oben abziehen, das Kügelchen abschrauben, abziehen. Und dann kann man die nach unten rausziehen, wenn man die Schrauben gelöst hat. Ist kein großes Ding. Ja, aber alle Theorie ist ja müßig. Jetzt müssen wir die Dinger auch mal spielen. Ich habe jetzt die beiden mal hier zusammen aufgebaut und werde die jetzt nacheinander anschließen und versuchen, das Ganze hier mit meinem Video Capture aufzunehmen. Habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, das klappt. Wollen wir mal schauen, wie sich die beiden in Anführungszeichen Konsolen so schlagen. Ja, zuerst, wenn man die Konsole einschaltet hier, die Original, hat man immer diesen fürchterlichen Vorspann. Der dudelt einen 40 Minuten lang voll. Man kann den zwar skippen, aber er läuft jedes Mal an. Das geht gar nicht anders. Wenn man den dann überstanden hat, dann kommen wir hier zu diesem Menü. Und ich zeige hier mal gerade, das kann man durchklicken. Hebel runter, geht einzeln. Hebeln zu den Seiten kann man immer 10er hoch und runter. Ja, und auf A, da sucht man dann das Spiel mit aus, was man als nächstes spielen will. Und als erstes spielen wir jetzt mal hier, einen kleinen Moment, mal eben schauen, King of Fighters 97. Ja. Auch das hier hört man jedes Mal, wenn man ein Spiel auswählt auf der Original. Das Dudeln ist so nervig, aber man kann es absolut gar nicht ausschalten. Das kann man auch nicht wegklicken, das bleibt. So, jetzt suchen wir uns hier mal den Spiel, die Spieler raus, die wir haben möchten, die Kämpfer. Und ich werde das jetzt einmal auf der 5 und dann auf der 5S spielen. Einfach, um zu sehen, wie die sich gegeneinander schlagen. Ja, einmal, um den Vergleich zu haben. Es dauert jetzt ein bisschen, bis das Spiel dann endlich startet. So. Dann, eins vorweg, die Capture Card bringt die Qualität nicht ganz so gut rüber, wie sie auf dem Bildschirm ist. Das Bild sieht ein bisschen crispier aus, wirklich auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher. Ja, was man hier jetzt schön sieht, die Bewegungen sind flüssig. Es kommt meiner Meinung nach, ich bin eigentlich kein Spezialist, kaum zu Frameskips. Und was bei diesem hier ist, man hat sogar die Schatten, den Schattenwurf von den einzelnen Kämpfern wirklich sehr gut im Griff. Was ja bei so Emulatoren durchaus sehr oft ein Problem ist. Ja, das funktioniert hier bei der Original 5 sehr gut. Es lässt sich auch gut steuern. Man muss sich halt erstmal ein bisschen einleben. Deswegen kriege ich hier ganz übel den Arsch voll gerade. Mit der Steuerung noch nicht so hundertprozentig firm bin. So, jetzt kommen wir hier zur 5S. Da haben wir das Ganze wirklich in grün, wie ich schon geschrieben hatte. Bei denen ist das Menü quasi identisch, nur in grün. Und was wirklich schön ist, kein Gedudel vorweg. Ja. Das Einzige, was bei der 5S ist, was ein bisschen nervt, wenn man die einschaltet, das dauert wirklich 20, 30 Sekunden. Ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber eine gefühlte Ewigkeit, bis die überhaupt irgendwas macht. Da denkt man sich, wirklich, habe ich jetzt eingeschaltet? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist sie kaputt? Bis dann auf einmal die dann völlig überrascht und zum Leben erweckt wird. Also das ist ein bisschen nervig, muss man wissen. So, dann kommen wir jetzt mal hier zu dem Spiel und schauen uns mal an, wie hier die Kampfperformance ist. Ja, und man sieht schon hier, die Schatten sind am Flackern. Ja, also das deutet darauf hin, dass die Rechenpower von der 5S nicht so hoch ist wie von der 5. Ja, das, ansonsten lässt es sich aber auch flüssig spielen. Wie schon gesagt, ich bin jetzt kein Spezialist dafür, aber es ist definitiv spielbar und es macht Spaß. Die Kontrolle ist genauso gut, nur dass die Tastenbelegung anders ist. Da muss man sich halt wieder einfuckeln und dementsprechend habe ich wieder einen Arsch voll gekriegt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Wieder das nervige Gedudel. Get ready. Ja, und dann hier einer meiner Lieblingsklassiker, Metal Slug. Sind mehrere Versionen drauf, sowohl auf der 5 als auch auf der 5S. Ja, und da geht's auch schon los, ne? Läuft gut. Dieses komische Zeilenverzerren, was er hier jetzt gerade macht, ist der Aufnahme geschuldet. Das hat er auf dem Bildschirm im Fernseher nicht gemacht. Da scheint irgendwo mein Video Capture einen weg zu haben. Jetzt hier das Ganze auf der 5S. Wieder wohltuende Stille. Ja, und da geht das Spiel dann los. Und also bei dem Spiel zum Beispiel habe ich groß keinen Unterschied gemerkt in der Spielbarkeit nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die 5S immer ein bisschen lauter ist mit den Spielgeräuschen. Die steuert das Ganze immer ein bisschen weiter aus. Hier bei meiner Videoschnittsoftware. Ich habe da jetzt nichts dran geändert an den Tonspuren, die ich aufgenommen habe. Gar nichts. Ich habe die einfach unbearbeitet übernommen. Die von der 5S gehen öfter in den roten Bereich. Also die sind ein bisschen übersteuert. Beziehungsweise rot nicht, aber in den gelben Bereich rein. Wohingegen die von der 5 wirklich schön drinnen bleiben.
da passt die Tonaussteuerung besser. Jedenfalls gefühlt, also für mich hört es sich besser an. Die 5S schrebbelt manchmal so ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist nicht wirklich so schlimm, dass es einen stört. Die Spielperformance ist auch völlig in Ordnung. Ja, aber dann kommen wir hier zum nächsten Spiel und wieder Get Ready. Und ich sage euch, das kotzt einen nach dem 5. oder 6. Mal derart an. Echt schlimm. Jetzt haben wir hier von Capcom Get Rex and Dinosaurs. Ja, so ein typisches Beat'em-up-Spiel. Mag ich sehr gerne. Macht tollen Spaß. Sind 7 Level, glaube ich, die man durchzocken kann. Und es lässt sich sehr gut spielen. Und man sieht hier, es läuft flüssig. Ja, die Tonwiedergabe ist gut. Frames gibt's, wie schon gesagt, die sehe ich sowieso ganz schlecht. Da muss es schon übel sein, dass ich die bemerke. Ich habe keine bemerkt. Vielleicht seht ihr welche, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin da ein bisschen wahrnehmungsgestört, was das angeht. Und jetzt kommen wir hier gleich zum Video-Footage von der 5S im Vergleich. Und hier sieht man, in dem Spiel kriegt er auch den Schattenwurf und alles hin ohne Probleme. Da reicht die Rechenpower der 5S auch aus. Und läuft auch flüssig, lässt sich gut spielen. Ist übrigens bei den meisten Spielen auf der 5S auch kein Problem. Gefühlt ist die 5 etwas rechenstärker und emuliert besser. Aber im täglichen Spiel, würde ich sagen, macht sich das nicht bemerkbar. Und da hat die Dame es auch wieder geschafft. Und wieder Get Ready. Ja, das wird wirklich so richtig nervig auf Dauer, kann ich euch sagen. Jetzt haben wir hier 1944. Auch einen Arcade-Klassiker, den ich heiß und ähnlich liebe. Ja, und auch hier läuft er auf der 5 völlig problemlos. Schattenwurf ist in Ordnung, da flackert nichts, da wackelt nichts. Gute Emulation, lässt sich flüssig spielen. Die Controller sprechen gut an. Ja, ein Träumchen, wirklich. Also, ich bin rundum zufrieden. Der Spielspaß ist da und es hat schon so ein bisschen das Gefühl von früher. Auf der 5S im Übrigen genauso. Ja, auch hier läuft das Spiel sehr gut. Ja, man sieht so ein bisschen, geht der Schatten teilweise weg. Aber nicht nennenswert. Ist völlig okay. Also hat keinen Einfluss auf das eigentliche Spielerlebnis hier. Von daher völlig okay. Ja, dann haben wir hier noch Guerrilla Wars, war das, glaube ich. Das war eigentlich so ein Hochkant-Screen-Spiel damals in den Arcades. Ja, auch hier ist groß keinen Unterschied zu merken, nur hier die Video Capture Card, die hat es völlig unterschiedlich aufgenommen. Sondern haben wir hier noch ein Rennspiel und bei dem Spiel ist auf beiden Konsolen zu schnell. Also man sieht es oben, der läuft zu schnell durch. Also der ist, sag mal, 30% zu schnell. Der Emulator kriegt das nicht richtig hin. Ja, die Zeit rennt quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern für die Darstellung ist gut. Man kann es trotzdem spielen, man eckt halt öfter mal an. Sonst ist es okay. Und dann haben wir hier mal noch einfach eine Auflistung von anderen Spielen, die wirklich auf beiden Konsolen drauf sind und sich auch gut spielen lassen. Das ist Bubble Bubble. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie alle heißen. Arkanoid ist das, glaube ich, hier. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Haben wir hier Donkey Kong, Space Invaders. Auch verschiedene andere Puzzlespiele sind dabei, reichlich Kampfspiele, Beat'em-ups, Auto-, Motorrad-Simulatoren in Anführungszeichen, was damals halt das so hergegangen. Hier haben wir Baldur Dash. Also es ist wirklich eine riesen Spielevielfalt auf beiden. So, und hier haben wir das Menü für die Einstellungen, was hinten über dieses kleine Knöpfchen auf der Rückseite beider Konsolen erreicht wird. Hier in Blau, also von der 5. Und man muss es halt jedes Mal abspeichern, die Settings. Und die Pandora Box 5 fährt dann komplett hoch. Wohingegen die 5S das irgendwie so gespeichert kriegt, ohne dabei gleich komplett neu zu starten. Ja, jetzt zeige ich euch hier nochmal gerade hier die Quality Optimization. Ja, das ist eine Sache, die könnte man sich wirklich ganz getrost schenken, weil das bügelt einfach das Bild mal richtig übel platt. Ja, da wird halt, ich sag mal, die Pixelgrafik wird da matschig gemacht, wie so ein Weichzeichner. Soll angeblich eine Verbesserung sein. Sehe ich nicht so. Aber seht selber und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde, es sieht einfach scheiße aus. Es sieht jetzt aus wie eine Aquarellmalerei. Das ist nicht das, was ich möchte, wenn ich ein Retro-Spiel spielen will.
Aber es gibt die Option für diejenigen, die es mögen. Bitte. Hier wieder die Klassiker, meine Girls Gang. Ah, ich liebe Mai. Ja, an dieser Stelle mal. Was sind denn eure Lieblings-Arcade-Spiele, die ihr so früher am liebsten gespielt haben, gehabt und die jetzt auf so einer Konsole auf alle Fälle mit drauf sein müssten, eurer Meinung nach? Also, meine habt ihr ja gerade schon so eine Auswahl von gesehen. Was ist denn da so euer Must-Have, was auf so einer Konsole drauf sein müsste, damit die für euch auch das passende Retro-Gefühl rüberbringt? Ja, jetzt haben wir ja beide mal so ein bisschen angezockt und man muss ganz klar sagen, riesengroße Unterschiede sind da nicht. Es ist halt im Endeffekt, haben wir hier einmal eine Raubkopiebox und das ist dann die Kopie von der Raubkopiebox. Weil machen wir uns nichts vor, die ganzen Spiele, die da drauf sind, die sind wohl kaum legal, auf legalem Wege hier auf diese Konsolen draufgekommen. Nichtsdestotrotz ist hier die Pandoras Box eigentlich das Original unter den Fakes und die 5S ist natürlich nur ein Nachbau davon. Ja. Von der Qualität her, sie ist ein bisschen wertiger, sie ist ein bisschen hochwertiger, die Menüführung ist ein bisschen gängiger, aber auf der anderen Seite nervt sie auch mit vor jedem Spiel mit ihrem Get Ready und diesem Gedudel. Sie zwingt einen jedes Mal, wenn man sie anschaltet, sich diesen doofen Trailer anzuschauen. Ja, da ist die 5S dann doch ein bisschen benutzerfreundlicher. Die braucht zwar einen Moment, um hochzufahren, aber dann kann man gleich mit ihr losspielen. Im Großen und Ganzen kommt sie mit den Anforderungen, die an die Spiele hier gestellt werden, auch ganz gut klar. Ich habe das Gefühl, dass hier auf der 5er es ein bisschen runterläuft, aber das ist nur jetzt mein subjektives Gefühl. Ich kann es nicht genau festmachen. Von der Tonwiedergabe und alles habe ich auch das Gefühl, dass es hier ein bisschen sauberer ist. Ich hoffe, dass das hier bei den Videoaufnahmen auch rüberkommt. Bei ihr, ja, trotzdem in Ordnung. Also die Spiele sind auf beiden komplett spielbar. Hier sind halt jetzt 39 Spiele mehr drauf. Ansonsten sind die wirklich deckungsgleich. Also die ich hier drauf gefunden habe, die habe ich auch da drauf gefunden. Die spielen sich ähnlich. Das Button-Setting ist auf der hier anders als auf der hier. Aber das kann man sich selber einstellen, wie man es möchte. Die hat halt noch den Vorteil, die könnte man als PS3-Controller einsetzen. Das heißt, wenn man sich einen Arcade Gehäuse bauen möchte, wo man die reinsetzt, dann kann man auch seine alte PS3 unten reinpacken und kann dann auch die hier drüber laufen lassen, wenn man das möchte. Kleiner Vorteil. Ja, bei mir kommt er zum Tragen. Ja, ansonsten, ja, sie sind beide ein bisschen verbesserungsbedürftig. Also bei beiden sind die Controller und die Knöpfe jetzt nicht so super. Sie sind völlig in Ordnung, man kann mitspielen, man kann sie wirklich out of box anschließen und Spaß haben, aber wenn man ein bisschen mehr möchte, muss man da nacharbeiten. Also unterm Strich kriegt man hier für sein Geld bei beiden eine schöne Spielekonsole, auf der man sich sein Retro-Feeling freien Lauf lassen kann, mit jede Menge geilen Arcade-Spielen, ja, alles was man so kennt und auch viele Sachen, die man nicht kennt, ganz viele Beat'em-ups, sehr viele Ballerspiele, ja eigentlich genau das, was man aus Arcades so kennt und liebt aus den frühen 90er Jahren bis in die 2000er rein, ist cool. Ein paar Klassiker sind auch dabei, wie Space Invaders und so. Macht Spaß. Also unterm Strich kann ich sie beide empfehlen. Ja, probiert sie einfach selber aus und habt Spaß damit. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen oben da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich, drückt auch die Bimmel, dann kriegt ihr mit, wenn was Neues von mir hochgeladen wird. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!